Hey Leute, was geht ab euch? Wir sind hier in unserem Space Trip in Empyrion und haben einen unheimlich geilen Auftrag von den Talon erledigt. Also hier sind der Story ein bisschen gefolgt. Kommen jetzt im Prinzip quasi von einem Alien-befallenen verlassenen Raumschiff. Da konnte man immer wieder so geile Tafeln lesen, was so da so passiert ist. Und naja, hört sich wirklich so ein bisschen an wie die Alien-Story. Die haben halt von einem Planeten etwas runtergeholt und naja, da sind dann Kreaturen draus gekommen und die haben andere infiziert und verwandelt. Also, ja, wenn ihr die ganze Story nochmal euch angucken wollt, dann schaut euch die letzten drei Folgen an, das glaube ich. Wobei, eine Folge eier ich nur um dieses verlassene Raumschiff rum und finde den Eingang nicht. Das ist dazu gesagt nochmal. So, jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach Hause. Und naja, diese Geschichte geht natürlich auch weiter. Wir sollen jetzt zur Polaris Handelsstation, die ihr da oben noch gelb auf dem Radar seht. Oder eben, ne, dieser gelbe Pfeil, der da oben links ist. Da müssen wir hin. Aber wir legen jetzt erstmal ab. Gucken mal, was wir noch so bauen können. Und dann möchte ich eigentlich wieder zu diesen Asteroidenfeldern zurück, um mir Neodymium und Satium zu holen. Damit wir hier endlich mal ein großes Raumschiff haben. Denn schließlich gibt es jetzt hier den Galaxiemodus und ich will mich dann in der Galaxie auch mal ein bisschen weiter bewegen. So, rein in die Atmosphäre. Das sah jetzt irgendwie zwar ein bisschen komisch aus. Ja, sind wir schon unter 2 Kilometer? Dann müsste eigentlich auch gleich der nächste Angriff kommen. Laden wir schon mal nach. Jo, da waren wir mal richtig lange weg. Die ist. Alter. Ist mal voll hängen geblieben. So, wir sind wieder zu Hause. Ist ja unfassbar. So, als allererstes den Kühlschrank leerräumen. Ey, lass mich rein da. So, erstmal das ganze Futter. So, zack. Sind wir auch schon voll. Oh, Jetpack ist aus. Ey, was geht ab hier? Eieiei. Jetzt haben wir natürlich hier richtig Futter. Fleischburger. Haben wir jetzt schon 33. Hier noch ein Veggie-Burger. Sandwich. Waffeln. Neues Fleisch. Und hier Dino-Eintopf. Beste Essen ever. Neue Milch. Das muss noch hier rein. Die Nährlösung. Können wir auch erstmal hier bunkern. Neues Gold. Hier Detox-Kit. Ach, das war ein Trauma-Kit. Also auch hier so Medikamente sind wir ganz gut ausgerüstet. So, und jetzt müssen wir hier. Ah, habe ich angelassen. Keinen Strom gespart. Aber naja, ist jede Menge da. Ja, und wie vermutet, kommt natürlich direkt der Angriff. Ja, komm, wir nehmen unser 6er MG. Das macht mehr Spaß. Mal von wo sie kommen. Da ist nix. Da. Sind es Drohnen oder ist es wieder so ein Transporter? Ist ein Transporter, ne? Zwei. Die waren ineinander. Mich schon gewundert, dass das so lange dauert. So, der eine ist hier runter geplumpst. Irgendwie ist Viehzeug hier. Ey, Entgiftungssalbe. Ein bisschen Wasser, ein paar Waffen.
So, muss der andere runtergefallen? Eieiei. Dreht sich nicht so schnell. Auf mein Dach oder was? Ja. Antiparasitenpillen. Ich denke mal, die wird man wahrscheinlich brauchen, wenn einen so einen Alienkäfer erwischt. So, haben wir das gelootet. So, dann können wir ja die Frachtbox langsam leer räumen. Wird nicht ganz reichen, denke ich mal. Ey, diese ganzen Werkzeuge. Aber naja, ich glaube, Multiwerkzeug T1 können wir ganz gut bei dem Polaris verkaufen. Wie sieht das Jetpack schon wieder aus? So, war noch irgendwas für den Kühlschrank? Ja, das hier? Oh, hier, die noch? Über einen Schluck aus der Pulle. So, Kobaltlegierung. Fluxspule, ja, das sind diese ganzen. Dead auch noch. Ja, okay, das ist das, was ich immer so standardmäßig dabei habe. Verdorbenes Lebensmittel. Was macht das da unten? Da packen wir doch mal den hin. Sonst noch was für die Kiste? Ja, Wasser. Was haben wir hier? Schrotflinte T2 und noch ein Lasergewehr wieder. Das ist hier auch schon so richtig voll. Ich brauche unbedingt neue Kisten. Scharfschützenmuni. Ey, ich will schon 77 Goldbarren. Das ist ja toll. So, diese Salbe, verdorbene Lebensmittel hier rein. So, da können wir mal den Anzug wechseln. So, da können wir jetzt hier nämlich, alle drei reinmachen. Mehr Booster haben wir ja im Moment nicht. Verstärkte Panzerung und wieder den EVA-Booster. Der hat halt wunderbar geholfen. Da waren die ganze Zeit minus 121 Grad. Und wir konnten da trotzdem wunderbar rumlaufen und rumfliegen im All. Hier haben wir noch was für den Kühlschrank. Aber wir sind dadurch natürlich jetzt langsamer. Also ne, mit einem mittleren läuft man nicht mehr ganz so schnell. Der ist aus. Der ist auch aus. Alles aus. So, jetzt müssen wir uns hier nochmal wieder dieses Strahlungszeugs machen. Genau, die Antistrahlungssalbe. Die würde ich gerne auf jeden Fall mitnehmen. Machen wir mal 6. Ah, was fehlt uns denn hier? Pflanzenfaser 3, Pflanzenprotein brauchen wir noch. Ja, Pflanzenfaser haben wir hier nur 2. Kann der im Moment Pflanzenprotein herstellen? Ja. Aus Gemüse. Und da müssten wir eigentlich genug von haben, ne? Ja, denn die Bandagen hätte ich auch ganz gerne. Haben wir eigentlich noch Bäume? Also, Stämme? Oh ja, 44. Dann machen wir uns doch hier mal ganz schnell ein bisschen Pflanzenfaser. Wir kommen da raus. 30. Geil. So, und diesen Buff, dass die Strahlung dann gleich ein bisschen weniger ist, den hätte ich auch ganz gerne. Welcher war denn das? Dieser Strahlungsschutz hier. Scheiße, Konfetti-Mooskrümel brauche ich dafür. Naja, haben wir jetzt nicht am Start.
dem und nichts mehr drin. Tja, alleine hier nur noch diese Multi-Werkzeuge. Ey, wir haben unheimlich viel zu tun. Also das macht halt so ein Game halt auch geil. Also, Arbeit gibt's hier immer. Wir könnten jetzt schon wieder handeln. Karten spielen. Warum geht das eigentlich nicht mehr nach unten? Aha. Das ist nur Sortierung. Ich habe jetzt keine Lust mehr hier was zu bauen. Ich will unbedingt Neodymium und Satium haben. Das ist mir erstmal viel wichtiger. Alter, krass. 602 Pflanzenfaser. Ja, das ist natürlich mal geil. Der packen wir nochmal 150 hier rüber. So. Und dann können wir auch wieder Bandagen machen. Output ist hier. Steht gar nicht wie viel. Kommt wohl nur eine raus, denke ich mal. Machen wir uns 10. Hier ist unsere Salbe. Dann machen wir das doch so. So, hier Medizin. Da Munition. Ja, und ich ist mir sicherer, das immer mitzuschleppen, falls mir mal irgendwie was passiert. Ja, da könnten wir gleich noch ein bisschen was futtern. 179. Hier kommt Platz schaffen. Ein Veggie-Burger rein. Dann noch eine Waffel rein. Eines ist fertig? Ist es dein Ernst? Keine Geschwindigkeit ist ohne Geschwindigkeit, oder was? Dann ernten wir mal kurz ab. Oh ja, hier, man merkt schon deutlich, wie viel langsamer man ist mit dem mittleren Anzug. Ihr dicke, fette Pilze. Ne, das müssten wir eigentlich auch ausbauen, unsere Beete. Also wir haben jede Menge zu tun. Oh, den nicht, der ist noch im Wachstum. Naja, können wir hier mal Wasser mitnehmen. Das fülle ich aber der Wände. Erstens haben wir genug Wasser im Moment. Und dann fülle ich das auch mit diesen kleinen Energiezellen auf. Ja, schon wieder die Ausdauer weg. Ich muss hier mal eine Bank hinstellen. Da kann man nämlich Ausdauer wieder auffüllen. Ja, gut, dass wir Gemüse brauchen. Das haben wir ja bei uns schon fett in der Produktion. Wasserkanister hier rein. Hier sind wir auch schon deutlich über das Volumen drüber. Aber hier kann man nur diese komische Containererweiterung ranmachen, ne? Munition? Habe ich diese Erweiterung noch nicht? Wir müssen mal im Erfahrungsbaum gucken. Wir haben unheimlich viele Punkte, sowieso. Ja, schon mal den Generator. Ah, da, Lagererweiterung. Komm, hier die Reparaturstation nehmen wir auch schon mal mit. Haben wir hier Basis auch schon fast fertig. Das baue ich mir auch schon mal alles. CPU-Erweiterung wird vielleicht nötig werden.
Warp-Antrieb schon mal. Reparaturstation. Ja, auch schon mal gleich ein Detektor und Teleporter. Schild schon mal mitnehmen. Naja, da wir so viele Punkte haben, können wir das eigentlich hier mal zum Ende bringen. Laserpistole. Oh. Ey, dafür müssen wir noch ein Level steigen. Ne, noch zwei Level. Werkzeuge haben wir alles. Diverse Aufzüge hier schon mal. Signallicht. Dann müssten wir das auch fertig haben. Bodenkleider habe ich ehrlich, benutze ich eigentlich relativ selten. Ich habe allerdings einen zum Erze abbauen. Hier, Bora T2 Laser. Komm hier, kleines Raumschiff machen wir auch gleich komplett fertig. Ah, oh, da kommt noch mehr. Naja, die 239 Punkte hebe ich mir dann doch lieber auf. So, aber jetzt gibt es hier auch das Container-Kontroll-Erweiterungselement. Nee. Muss hier unten irgendwo sein. Da, Lagererweiterung. Komm, bauen wir mal gleich zwei. Die Bandagen sind immer noch nicht fertig. Oder ist irgendwas ausgegangen? Nein, sie sind wirklich immer noch nicht fertig. Macht mal Gas hier. Faulen Geräte hier. Oh, die drei Kerne. Wundervoll. So, Pentaxidro. Das könnten wir eigentlich auch nochmal umwandeln. Wo hat er jetzt meine Lagererweiterung hingeballert? Hä? Ach, da oben. Blindfisch. So, das Pentaxid, wenn wir dann los wollen. So, und wie war das jetzt? Das jetzt daneben, ne? Sieht das so eigentlich am coolsten aus oder gibt es noch eine bessere Ansicht? Sieht alles gleich aus. Warte mal, nö. Da oben geht's auch hin. Das hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Volumen fast 50.000 von 8.000. Ist das jetzt überhaupt erweitert oder nicht? So mal einen abbauen. Ey, muss ich extra eine andere Waffe in die Hand nehmen? Wegen dieses Demontieren stört mich. Da kann ich nee, sind immer noch 8.000. Ist das hier die falsche Box? Tja, packen wir erstmal wieder weg. Das wird hier wahrscheinlich die falsche Frachtbox sein. So, du bist fertig.
Die sind immer noch nicht fertig. Und es ist jetzt gerade fertig geworden. Ah ne, einen habe ich mir schon genommen. Deswegen. Also, 10. 13. So, Antistrahlungssalbe 3. Da muss ich nur auch schon wieder irgendwas gefehlt haben. Ich wollte doch eigentlich 6 haben, ne? Kräuterblätter, Pflanzenprotein. Ah, Pilze, deswegen. Da waren keine Pilze mehr drin. So, dann ist das auch in Arbeit. So, dann hier mal gucken wegen der Reparaturstation. Ich schalte mal auf Base. Wo ist sie? Tja, wer sucht, der findet. Aha, da, Reparaturplattform. Da fehlt nur Zaskosium. Selbst eine Kondensatoreinheit kann ich nicht mehr bauen. Warte mal, da war das. Und wieder auf alles schalten. Kondensatoreinheit, welche waren das nochmal? Die hier. Aber ganz ehrlich, erstens müsste ich davon unheimlich viele haben. Naja, 10 zumindest. Tja, diese Goldmünzen werden aus Goldbarren hergestellt, das war zu erwarten. Tja, da können wir die Reparaturplattform leider nicht bauen. So, das ist Fitch. Wo ist es? Dort. Tja, ich hoffe mal, die Medikamente und Verbände und so reichen. Ich will jetzt nicht unbedingt noch irgendwie extra was mitnehmen, aber wer weiß, vielleicht sollte ich doch eins von diesen großen Kits mitnehmen. Ja, man weiß ja nie, was passiert. So, das veredelte Pentaxid noch einsacken. Noch was futtern und Futter mitnehmen. Nahrungswert 35. Ist jetzt gar nicht viel beim Sandwich, ne? Hauen wir uns hier mal die beiden Sandwiches rein. Und nehmen uns mal. Ich glaube, so viel brauchen wir dann doch nicht. Hier kommt 10 Burger, muss reichen. Alles aus. Überall mal so ein paar Blöcke weggeschossen. So, Kühlschrank. Det rein. Sauerstoff, Energy und Pentaxid. 63 astronomische Einheiten. Das wird ja wohl erstmal reichen.
Ja, den Angriff haben wir auch gerade erst erledigt. Jo, dann geht's jetzt mal ab. Genau, da wollen wir hin. Zu Kai. So, da sind wir wieder im All. So. Kalle? Warte mal. Ist irgendwo was Rotes? Ja. So, in meinen Augen müsste es jetzt direkt vor uns sein. Aber da ist nichts. Dieses Radar finde ich hier echt komisch. Also mit dem Radar in X bin ich immer sehr gut zurechtgekommen. Na egal. So, wir wollen zu Kai. Denn da holen wir uns. Ist die Frage, wie viele astronomische Einheiten sind da? 7, 5, 6, 9, also fast 10, 8,4. Dann brauchen wir eigentlich doch nicht zu Kai. Ich dachte jetzt, ne, hier zu Kai fahren, erstmal nochmal wieder ein bisschen Pentax Sid holen, aber wir machen uns erstmal auf den Weg. Und versuchen, Neodymium zu finden. Level 1 Polaris. Und warum ist er rot? Wo ist unser Ziel? Da. So, ab mit dem Warp-On-Trip. So, und wie war das jetzt genau? Erstmal kurz. Da hinter uns ist irgendwas, noch was Rotes. Sogar zwei. Ah, da. Drei gleich. Also zwei Weltraumdrohnen, die schon relativ dicht sind. Und da hinten könnte ein Kreuzer sein oder so. Erste Drohne haben wir. Zweite auch. Ja, und das ist was Größeres. Aber jetzt mal ganz ehrlich, soll jetzt das? Nee, ja, das sind Zerstörer. Mich interessiert hier noch dieser andere rote Punkt. Tja, ich würde die ja gerne looten, aber irgendwie ist ein Zerstörer. Wer weiß, was der für eine Firepower hat. So, und wir fliegen jetzt mal außen dieses Asteroidenfeld ab. Erstmal ein bisschen von dem Zerstörer weg. Diese einzelnen Asteroiden, vielleicht finden wir ja da einen. Ist der jetzt eigentlich uns noch auf den Fersen? Immer ein bisschen drehen. Es könnte ein bisschen dauern. Naja, der ist zum Glück schon 5 Kilometer weg. Da zum Beispiel ist so ein Einzelner. Da verspreche ich mir was. Weil, Asteroiden. Neodymium?
Okay, Satium gibt's hier nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Ah, dieser andere rote Punkt ist von den Polaris ein Frachtraumschiff. So, den Asteroid. Also, wenn es ein Asteroid ist, vielleicht ist es auch nur ein weit entfernter Mond. Aber ich glaube, das sieht gut aus. Ja, ist aber gar nichts. Ja, von dem Zerstörer sind wir weit genug weg. So, sehen wir denn hier noch irgendwo so einzelne rumdümpeln? Ja, die beiden scheinen auch nichts zu haben. Ja, diese Asteroiden da bei unserem Heimatplaneten. Oder halt der Planet, wo wir irgendwann abgestürzt sind. Der war sehr weit weg vom Planeten. Aber hier so rund um mich rum sehe ich eigentlich überall nur Sterne. Na, wir halten an unserem Plan fest. Wir fliegen ja jetzt mal die ganzen Asteroiden ab, die hier außen rum hängen. Den hätte er mir wohl wahrscheinlich schon angezeigt. Immer so ein bisschen gucken, ob irgendwo abseits noch ein Asteroid ist. Ja, der Zerstörer scheint auch direkt durchs Asteroidenfeld zu fliegen. Also den treffen wir gleich da wieder. Wenn ich jetzt hier ein richtiges Kampfraumschiff hätte, würde ich den auf jeden Fall angreifen. Aber naja, das hier ist nicht gerade dick gepanzert. Es hat nicht die besten Waffen. Was ist denn da noch? Oh, die ist ja schon voll dicht. So, diesmal ist der Zerstörer aber weit genug weg. Die gönnen wir uns doch mal. Alter, anhalten. Gleich wieder ein paar nützliche Teile.
Ja? Jetzt ist er wieder auf dem Weg zu uns. Hier ist schon wieder irgendwas. Das ist doch, wollte ich gerade sagen, schon wieder eine Weltraumdrohne. Die haben wir auch. Da kommt noch was. Das dürfte der Zerstörer sein, ja. Könnte immer eine Stromspule drin sein oder eine Fluxspule. Ja, leider nicht. Schade. Da geht's rein. Da gibt es so einige einzelne Asteroiden, aber ich sehe hier nirgendwo Erz. Was das? Der hat Flecken. Aber auch wenn der Asteroid hier Flecken hat, hat er trotzdem nichts für uns. Das da dürfte schon wieder eine Drohne sein, oder? Ist das der Zerstörer? Nee, das ist der Zerstörer. Ey, dieser zusätzliche rote Punkt, der ja dieser Frachter von den Polaris ist, der stört natürlich unheimlich. Da ich mit denen ja eigentlich gut Freund bin, müsste er eigentlich grün oder gelb sein. Ja, wo sind denn hier die Asteroiden, die einem angezeigt werden, wenn man die Map aufruft? Das ist hier voll nervig. Kann mir auch keiner erzählen, ey. Dass hier so viele Asteroiden rumdümpeln und keiner hat irgendwas. Na, sind noch mal so ein paar einzelne draußen. Was ist mit dem da ganz hinten? Da ist noch mal ein ganz... wahrscheinlich ist das der einzelne, den wir vorhin schon abgeflogen sind. Ich flieg trotzdem nochmal hin. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, irgendwann mal Neodymium in diesem Spiel zu finden. Das liegt doch nicht etwa daran, dass ich den Bohrer nicht in der Hand habe oder so, ne? Man muss alles auschecken. So, ja rein. So wie den hier, sehe ich hier auch sonst keinen. Na okay, doch hier, die sind ja auch so weit rausgezogen, aber das ist mit Sicherheit die Stelle, wo ich schon mal war.
Tja, fliegen wir einfach mal ein bisschen weiter raus. Wozu hat man eigentlich diesen dämlichen Detektor? Wenn einem der erst irgendwelche Erzminen oder Asteroiden anzeigt, kurz bevor man da ist. Ich habe jetzt mal auf Detektor geschaltet unten. Vielleicht bringt einem das ja was. Gut, immer wenn ich mir irgendwas angucken will, kommt dieser dämliche Zerstörer. Dann fliegen wir halt wieder in die Richtung. Scheiß Zerstörer, den wollen wir nicht. Denn ich könnte wetten, wenn ich hier einen finde, dann ist es kein Neodym. Das ist irgendein blödes Erz, was wir auch bei uns auf dem Planeten bekommen. Der verfolgt uns auf jeden Fall. Tja, hier wird einem leider auch nicht angezeigt, wie viele das sein sollen. Er hat echt meiner Meinung nach einen sehr hohen Frustfaktor. Es müssen ja, ne? Nehmen wir mal an, dass von jedem hier nur einer ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da müssten hier 10 Asteroiden sein. Und ihr wollt mir jetzt erzählen, dass ich hier die ganze Zeit dran vorbeifliege. Hier, ganz viele auf einem Haufen. Und hier ist nichts, oder was? Das ist doch scheiße. Da können sie diese Asteroidenfelder doch auch wegnehmen, also. Ich habe bis jetzt noch nichts Positives an diesen Asteroidenfeldern entdeckt, außer dass man hier unheimlich viel Zeit verschwendet. So, gucken wir uns die hier nochmal die an, die hier draußen rumhängen. Und dann habe ich eigentlich auch schon wieder die Schnauze voll und will hier nur wieder weg. Weil das bringt mich hier, dieses Rumfliegen hier bringt mich einfach nicht voran. Tja, das wird wahrscheinlich wieder der sein, wo ich schon zweimal hingeguckt bin.
Ach. Irgendwo noch außen ein Einzelner zu sehen. Hier muss irgendwo der Zerstörer sein. Aber wo? Ich finde hier nichts. Dann fliegen wir noch mal rein ins Vergnügen. Sorry Leute, das ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig für euch, aber ich brauche halt diesen Stoff. Ich brauche Neodymium. Ansonsten komme ich nicht weiter. Und immer da diese paar Neodymium-Barren traden, die der eine Händler da hat, das dauert einfach ewig. Weiß nicht, wie ihr das seht. Da könnt ihr ja gerne mal was in die Kommentare zuschreiben. Also ich finde, wenn man so einen Detektor aufhat, nehmen wir mal an, hier in diesem Asteroidenfeld gibt es einen Asteroiden mit Erz, dann soll er dem doch bitte einem anzeigen, wenn man doch irgendwo, so wie ich, hier in der Mitte ist. Man kann ja nicht hier jeden Asteroiden abfliegen. Wie lange soll denn das dauern? Was mit dir hier? Du bist hier so einzeln. Hast natürlich auch nichts, ne? Da ist wieder so ein leicht fleckiger. Kann natürlich auch erstmal nur so aussehen. Nochmal quer durch. Warum auch im Moment dieser Zerstörer nicht mehr zu sehen ist, es macht mich auch ein bisschen wuschig. Die ganze Zeit war so ein roter Pfeil zu sehen, jetzt auf einmal nicht mehr. Ja, dass man hier an so einen essentiellen Stoff wie Neodymium so schwer rankommt, das ist echt ätzend.
Hier, Riesenteil. Hat natürlich nichts. Nicht einen einzigen verkackten Asteroiden finden wir hier. Hier unten drunter hängen noch ein paar dicke. Ja, das war wieder einmal ein Satz mit X. Ich wage es mittlerweile auch zu bezweifeln, dass es in diesen Asteroidenfeldern überhaupt irgendwas gibt. Weil mal ganz ehrlich, ich muss doch hier doch schon an jedem Asteroiden vorbeigeflogen sein. Nee, das macht keinen Spaß. Ach du Scheiße. Das meine ich. Die ganze Zeit wird einem dieser Pfeil angezeigt und dann auf einmal nicht mehr und auf einmal ist er 1 Kilometer vor einem. Tja, mal gut, dass er uns nicht getroffen hat. Ich check jetzt noch mal ein anderes Asteroidenfeld aus und dann habe ich schon wieder keine Lust mehr. Komm, nehmen wir das hier. Don't. So, gleich mal vom Weiten gucken. Hier ist auch wieder angeblich irgendwo was Rotes. Es bewegt sich auch, aber man sieht mal wieder nichts. Nun gut, da ist auch die Sonne. Das sieht man nicht so toll. Tja, dann kicken wir mal, ob hier irgendwo einzelne außen irgendwo rumdümpeln. Ey, wenn das wirklich an diesem Bohrer liegen sollte, den man festbauen kann, dann habe ich dafür, muss ich ehrlich sagen, auch nicht so richtig Verständnis. Weil wir doch diesen Detektor haben. Mit dem Bohrer bohrt man ja eigentlich nur.
Tja, kann ich aber auch irgendwie keine einzelnen Asteroiden entdecken? Was soll es hier überhaupt geben? Oh, hier soll es sogar Satium geben. Ja, hier wären das, ne, wenn es von jedem einen geben würde, wären es mindestens 11. Aber eigentlich kann das mit diesem Bohrer nicht zusammenhängen, denn diesen Promethium-Asteroiden bei uns am Planeten und die anderen, die wir da entdeckt haben, die haben wir ja auch so gefunden. Und ich war wirklich ein bisschen gehypt, als ich diese Asteroiden da bei uns gefunden habe, dass es jetzt hier endlich mal vorangeht wieder, aber. Nach diesem geilen Auftrag, den wir für die Tellun erlegt haben, ist das hier jetzt schon wieder extrem frustration. Und deswegen, nach dieser Aufnahme nehme ich erstmal 7 Days to Die auf. Da, so ein ganz fetter, ey. Ein bisschen abseits von den anderen. Und was wird er haben? Nichts. Absolut nichts. So ist es. Und auch der hat nichts. So, ist hier irgendwo was außerhalb zu erkennen? Bei dem da war ich schon, oder? Polaris Mining Facility. Das ist doch ein Promethium-Asteroid, oder? Ja. Ja, nun gut, ey, sowas haben wir sonst nicht gefunden. Die müsste uns jetzt auch dann irgendwie für immer auf dem Radar angezeigt werden. Ey, da gehen wir doch mal rein. Nur mal, um abzuchecken, ob es hier einen Händler oder so gibt. So, 273 Futter haben wir noch. Ne, ist auf jeden Fall gut Strahlung. Ey, sag mal, haben die hier den Schwerkraftgenerator mitten? Ja, der sitzt auf dem Asteroiden. So, das sieht natürlich wieder richtig cool aus, ne? So, wie so eine Station halt aussehen müsste, wenn sie an so einem Asteroiden ist. Jetpack aus. Eis, ordentlich Strahlung. Wahrscheinlich geht sie eh nirgendwo rein. Das ist wahrscheinlich so eine automatisierte Station. Da dürfen wir auf gar keinen Fall ran, ne? Ja, nö. Auf gar keinen Fall. Aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da ist Fahrstuhl. Vielleicht geht's ja doch rein. Das will ich mir auf jeden Fall angucken. Es wird schon drin? Wahrscheinlich noch nicht so richtig, ne? Da sind wir dann wahrscheinlich richtig drin.
Ey Leute, ich bin hier. Seid ihr auch hier? Kühlschrank dürfen wir überall nicht ran. Gibt's hier auch jemand? Dem? Kommt dieser rote Punkt? Ja, ey, er ist hier ganz alleine oder was? Kann ich den anquatschen? Nicht. Kann Sofa nicht zugreifen. Ich will auch nicht aufs Sofa zugreifen, ich will mit dem hier quatschen. Hier sind noch mehr. Er macht gerade Pause, wa? Was haben wir hier? Da sitzt noch einer. Kann man auch nicht anquatschen. Da laufe ich nicht rein. Da oben ist noch einer. Bist du hier der Chef oder was? Dich kann man auch nicht anquatschen. Darf man hier nochmal ran? Wo geht's hier hin? Ja, nichts zum Quatschen, nichts zum Kaufen. Also quasi so gar nichts. Was ist hier? Ach, das ist nur ein anderer Ausgang. Tja, war mal ganz nice zu sehen hier. Deren Mining-Station hilft uns an unserem Problem, aber jetzt auch nicht weiter. Also hier ging's raus, ne? Bin ich bestimmt gleich wieder verstrahlt. Also. Tja, Leute, ey, ihr müsst mal ein bisschen was für die Touristikbranche hier tun. Das ist ja hier wohl lächerlich. So, und der ist halt auch, wie bei uns am Planeten, sitzt dieser Asteroid so ein bisschen abseits des Asteroidenfeldes. So, aber es ist Folgenende. Dann packe ich hier mal. Tja. Wir waren leider wieder nicht erfolgreich mit dem Flug hier zu diesem Asteroidenfeld. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Ich hoffe, ihr hattet ein klein wenig Spaß und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis denn und ciao.